Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wie versprochen den Lesemonat für den Monat August für euch. Ich wollte dieses Video eigentlich schon längst online stellen, aber ich habe leider in der Bearbeitung gemerkt, dass das Video komplett unscharf ist. Deswegen drehe ich das jetzt nochmal für euch und deswegen kommt es jetzt etwas verspätet, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Lust darauf und schaut trotzdem zu. Ich habe diesen Monat 3 Bücher gelesen, also im August 3 Bücher gelesen, jetzt ist ja schon September. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich mindestens noch eins mehr lese, aber ich habe es dann doch nicht mehr geschafft. Aber gut, 3 Bücher bin ich schon sehr zufrieden mit, denn das ist fast genauso viel, was ich das ganze Jahr zuvor gelesen habe. Also von daher, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den 3 Büchern und es waren auch sehr, sehr gute Bücher, muss ich dazu sagen. Deswegen, also genau, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Es sind auch 3, würde ich sagen, unterschiedliche Genres so. Ich habe einmal einen Thriller gelesen, einen Psychothriller. Dann habe ich einmal einen Nuellt-Roman gelesen. Und dann habe ich einmal eher ein Jugendbuch, würde ich sagen, gelesen. Aber es ist beides so ein bisschen in die Richtung Romantik. Also, genau. Aber ich würde schon sagen, das eine ist eher ein Jugendbuch als ein Nuellt. Absolut. Und genau. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich zeige euch, was ich gelesen habe, denn es war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und genau, ich hoffe, ihr bleibt dran und habt es drauf. Als erstes habe ich einen Psychothriller gelesen. Den habe ich nämlich angefangen, damals Anfang August im Nachtdienst zu lesen zwischendurch. Und dabei habe ich schon, glaube ich, die ersten 70 Seiten gelesen. Und dann konnte ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen und habe es dann innerhalb von 2 Abenden dann durchgesucht, glaube ich. Genau, und ich rede von Flugangst 7a von Sebastian Fitzek. Ich lese ja gerne die Bücher von Sebastian Fitzek. Ich habe ja auch dieses Jahr schon das Paket gelesen, das mir auch gut gefallen hat. Und ich habe auch die Therapie schon von ihm gelesen. Ich habe irgendwas noch gelesen, glaube ich, von ihm. Auf jeden Fall bisher gefallen mir die Bücher alle sehr, sehr gut von ihm. Und die sagen mir sehr, sehr zu. Deswegen weiß ich schon, wenn ich zu einem Sebastian Fitzek Buch greife, dass es mir wahrscheinlich gefallen wird. Und ja, auch so mit diesem Stück hier. In diesem Buch geht es aber um den bekannten Psychiater Mats Krüger und er befindet sich gerade auf einem Nachtflug von Buenos Aires nach Berlin, denn dort wartet seine hochschwangere Tochter auf ihn, beziehungsweise, ja, sie ist kurz davor, halt ein Kind zu gebären und möchte ihn gerne bei der Geburt oder nach der Geburt dabei haben. Und kurz nachdem das Flugzeug gestartet ist, bekommt er einen, ja, komischen Anruf auf seinem Handy und ja, am Telefon möchte derjenige, oder sagt derjenige ihm, dass ein ehemaliger Patient von ihm mit an Bord ist und möchte von ihm sozusagen, dass er diese ehemaligen Patienten von seinen Gewaltfantasien sozusagen, die er damals befreit hat, jetzt das wieder zurückholt und damit halt das riskiert, dass das ganze Flugzeug sozusagen abstürzt oder er soll es zum Absturz bringen. Und somit dann halt 600 Passagiere mit in den Tod reißen. Genau, und wenn er das nicht tun sollte und diese Patientin wieder sozusagen, oder den Patienten sozusagen wieder ins Böse bringt und wieder diese Gewaltfantasien auftauchen, sonst würde halt seine Tochter diese Nacht noch sterben. Genau. Das ist im Großen und Ganzen, worum es geht in diesem Buch. Es war sehr, sehr spannend und ich fand auch diese ganze Kulisse mit dem Flugzeug und so sehr, sehr cool. Ich meine, man muss natürlich aufpassen, wenn man jetzt irgendwie Flugangst hat oder so, ne? Aber das ist dann doch eher ein Szenario, was nicht wirklich oft vorkommt oder nicht vorgekommen ist bisher. Und es ist halt, ich denke mal schon, dass es vorkommen könnte, aber dass diese Chance, dass das auftritt, das ist, ja, ziemlich, ziemlich gering, sowieso schon ein Flugzeugabsturz ist, die Chance, dass es passiert, ziemlich gering. Aber so wie es in diesem Buch passieren soll, ist dann doch schon ziemlich abwegig, würde ich sagen, in der heutigen Zeit so. Ich würde mich natürlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wie gesagt, man weiß nie, aber genau. Es ist schon ziemlich, ziemlich krass, es war ziemlich spannend und genau, zwischendurch war es bei mir aber diesmal so, dass ich so ein bisschen geahnt habe, wer so dahinter stecken kann, was ich sonst eigentlich nicht so hatte bei seinen Büchern. Und ich das Ende auch etwas komisch fand, muss ich sagen. Deswegen, ja, also das Ende hat mir jetzt nicht so hundertprozentig zugesagt. Deswegen habe ich den ganzen 4,5 Sterne gegeben, was auch schon super ist. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht überwältigt, weil hier ist voll, knallvoll die Sonne rein. Und
Genau, deswegen, wie gesagt, 4,5 Sterne für dieses Buch. Es war trotzdem sehr, sehr gut. Ein toller Fitzek auf jeden Fall wieder. Kann ich euch trotzdem sehr, sehr empfehlen. Und ja, hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt. Als nächstes habe ich ein Buch gelesen, was eine Zeit lang oder fast immer noch, also es war auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich, ziemlich lange Zeit, wurde dieses Buch so unglaublich gehypt und ich musste es jetzt unbedingt lesen, habe diese Reihe angefangen und zwar rede ich von Redwood Love. Es beginnt mit einem Blick, der erste Band von Kelly Moran. Genau, wie gesagt, ich glaube, dass den meisten von euch wird dieses Buch oder diese Reihe ein Begriff sein. Und es, wie gesagt, es ist halt der unglaubliche Wellen geschlagen auf YouTube und auch auf Instagram. Ging das sehr, sehr rum und genau, aus gutem Grund natürlich auch. Ich habe es ja jetzt auch gelesen sozusagen. Also mir hat es im Großen und Ganzen auch gut gefallen. Erstmal, worum es geht. Das Ganze spielt in Redwood. Es ist ein kleines Dorf oder ein kleines Städtchen. Ein Städtchen, Dorf hört sich immer so doof an. Ein kleines Städtchen in Oregon. Und ist der richtige Ort für einen Neuanfang, denn Avery Stove, das ist unsere Hauptprotagonistin, möchte gerne dorthin ziehen, zusammen mit ihrer autistischen Tochter Haley. Und ja, es bringt einige Probleme auf sie zu. Sie lernt zum einen den attraktiven Tierarzt Kate O'Grady kennen und sie möchte im Moment überhaupt keine neue Beziehung. Das ist das Letzte, was sie im Moment möchte. Und sie weiß aber nicht, wie lange sie dem charmanten Kate widerstehen kann. Und ja, irgendwie scheint es so, dass der ganze Ort sich gegen sie verschworen hat und versucht, ja, die beiden miteinander zu verkuppeln. Und ich habe auch gehört, dass viele diese Reihe sie an Gilmore Girls erinnert hat. Und ich muss sagen, ja, es gibt einige Parallelen, muss ich schon sagen, aber es ist doch noch anders. Schon, auf jeden Fall. Aber wenn ihr dieses Kleinstadt-Feeling mögt, dann werdet ihr hier auf jeden Fall gut bedient sein damit. Und wie gesagt, es gibt einige Parallelen schon zu Gilmore Girls. Und ja, mir hat das Buch im Großen und Ganzen gut gefallen. Ich muss sagen, ich habe aber allerdings einen Kritikpunkt an dem Ganzen. Und zwar hat mir so ein bisschen der Plot gefehlt. Ich weiß nicht, wie es euch ging damit, aber ich hatte das Gefühl, zwischen Kate und Avery gab es keinen so richtigen Plot-Twist. Nur so einen kleinen, aber ich dachte, da kommt jetzt noch so richtig einer raus und ich dachte, ich muss so richtig heulen und keine Ahnung, aber irgendwie habe ich darauf gewartet und es kam nicht so richtig und ich war dann irgendwann so halb fast am Ende und ich dachte so, hä? Wo ist denn der Plot-Twist? Ja. Wie gesagt, es gab einen kleinen Plot-Twist, aber ich finde, eher so im Großen und Ganzen, auch mit Haley zusammen und so weiter und so fort, aber nicht so genau dieser Plot-Twist zwischen Avery und Kate. Das hat mir irgendwie gefehlt. Ich meine, klar, ich mag auch Geschichten, wo es alles so schön und gut ist, aber deswegen lesen wir ja keine Liebesgeschichten, denn wir wollen ja, dass es heiß hergeht und ja, es halt eine Plot-Twist gibt. Genau, und das hat mir so ein bisschen gefehlt, deswegen habe ich den Ganzen jetzt 4 Sterne gegeben. Wie gesagt, 4 Sterne sind immer noch super. Im Großen und Ganzen hat es mir wirklich trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Die Charaktere sind unglaublich toll. Und in Kate hat man sich, glaube ich, gefühlt sofort verliebt, weil er ist auch total, total charmant, muss man schon sagen. Und er ist auch noch Tierarzt, ne? Und in den nächsten beiden Bänden geht es dann um die zwei anderen Brüder, die auch in der Tierarztpraxis arbeiten. Also die beiden Brüder von Kate. Und genau, bin ich schon sehr gespannt drauf. Denn man hat die anderen beiden Brüder schon kennengelernt, natürlich im ersten Band. Und genau, jetzt geht es mit deren Liebesgeschichte dann weiter. Und ich freue mich schon sehr auf den zweiten Band mit Flynn und Gabby. Und genau, ja, freue ich mich schon sehr drauf. Und ich hoffe, ich komme vielleicht diesen Monat dazu, den zweiten Band zu lesen. Ja, es ist jetzt schon Mitte August, Mitte September, fast habe ich auch nichts gelesen. Aber mein Urlaub hat erst angefangen, ich werde noch lesen. Ich habe auf jeden Fall auch richtig Lust, ich glaube, ich werde mich gleich, wenn ich das Video fertig gedreht habe und geschnitten habe und so weiter und so fort, werde ich mich wahrscheinlich sofort hinsetzen und lesen. Mal gucken, ich habe gerade richtig Lust auf Redwood Love, den zweiten Band. Mal gucken, genau. Und das letzte Buch war auch mein Monatshighlight und zwar ist es das, ja, eher Jugendbuch, was ich jetzt hier habe, was aber eine sehr, sehr wichtige Message hat. Und zwar geht es um 3 Schritte zu dir von Rachel Lippincott und noch 2 anderen.
Genau, wird vielleicht auch von einigen von euch ein Begriff sein, denn es gab ja auch letztens den Kinofilm dazu. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich wollte ihn eigentlich gerne gucken, aber ich habe es dann doch nicht geschafft. Und ja, ich hole mal meinen Akku, meine Kamera ist gerade abgekackt kurz. Auf jeden Fall waren meine Kollegen von Station im Kino und haben den Film geguckt und ich konnte an dem Tag leider nicht, weil ich leider Spätdienst hatte. Aber deswegen habe ich dieses Buch dann in der Buchhandlung gesehen und dachte mir, ja, ich kaufe es mir und ich werde es lesen. Und ich habe es gelesen. Und zwar geht es in diesem Buch um Stella und Stella hat ihr Leben komplett im Griff. Sie leidet an Mukoviszidose und ist deswegen halt eine sehr, also die meiste Zeit halt ihres Lebens im Krankenhaus oder viel Zeit ihres Lebens verbringt sie dort. Und dort trifft sie dann eines Tages auf Will und er ist sehr rebellisch und ganz anders von der Art her als sie und ist auch ziemlich frech und hat halt sein Leben so gar nicht im Griff oder unter Kontrolle. Und ja, trotzdem verliebt sie sich in ihn und ja, allerdings dadurch, dass die beiden Mukoviszidose haben, müssen die beiden auf Abstand bleiben und dürfen sich nicht einander nähern. Und ja, von Tag zu Tag wird natürlich diese fehlende Nähe immer mehr unerträglich. Und ja, wie es weitergeht, müsst ihr lesen. Und Leute, es ist ein Buch, ich würde sagen, es sollte jeder gelesen haben, weil es alleine schon wichtig ist, weil viele diese Erkrankung überhaupt nicht kennen und überhaupt nicht wissen, was es ist und was das alles für Folgen mit sich bringt und für Beschwerden mit sich bringt. Deswegen finde ich das Buch unglaublich wichtig und ich würde echt gerne einmal das, ja, es ist kein Vorwort, sondern eine Widmung vorne, die würde ich euch ganz gerne vorlesen, denn ich habe die in der Buchhandlung, glaube ich, nee, zu Hause dann gelesen und es hat mich wirklich sehr gerührt, muss ich sagen. Und genau, deswegen würde ich euch die ganz gerne einmal vorlesen. Das sind nur ein paar Zeilen. Und zwar: Wir widmen dieses Buch, wie auch den Film, allen Patienten, Familien, Medizinern, Pflegern und geliebten Mitmenschen, die Tag für Tag tapfer den Kampf gegen die Mukoviszidose kämpfen. Möge die Geschichte von Stella und Will dazu beitragen, der Krankheit zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen und sie eines Tages heilbar zu machen. Genau. Die meisten von euch werden, ist wahrscheinlich Mukoviszidose kein Begriff, weil ich finde, Mukoviszidose ist noch eine für ja, normale Alltagsmenschen, die nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, so wie ich jetzt. Ich bin ja Kinderkrankenpflegerin, bin deswegen oft im Kontakt mit Mukoviszidose-Patienten. Und deswegen wissen wahrscheinlich viele nicht, was das ist, weil diese Krankheit ziemlich unbekannt ist. Man hört ja, okay, es gibt HIV-AIDS, es gibt Tuberkulose, es gibt sonst was für Erkrankungen. Aber von Mukoviszidose wird irgendwie nie gesprochen und irgendwie ist es noch so ziemlich ein Fragezeichen für viele, glaube ich halt auch. Mukoviszidose ist eine angeborene Erkrankung und genau, das, da ist vor allem die Lunge betroffen, es kann aber auch der komplette Magen- und Darmtrakt betroffen sein, die Bauchspeicheldrüse kann betroffen sein, man kann Diabetes bekommen als Folge, man muss eventuell Insulin spritzen, aber das Hauptproblem ist wie gesagt die Lunge und Mukoviszidose-Patienten haben das Problem, dass der Schleim in der, oder das Sekret, das in der Lunge ist, denn jeder hat Sekret in der Lunge, ziemlich zäh ist und sie deswegen das Sekret nicht abhusten können. Jeder normale Mensch kriegt es hin, sein Sekret abzuhusten, wenn man krank ist zum Beispiel. Aber ja, Mukoviszidose-Patienten, für die ist halt ziemlich schwer, weil das unglaublich fest hier sitzt und es nicht hochkommen möchte, meist in den meisten Fällen. Außer man therapiert das gut. So, ne? Aber Mukoviszidose ist, wie auch schon in dem Vorwort gesagt, nicht heilbar zum heutigen Zeitpunkt. Natürlich hoffen wir alle, dass es irgendwann so sein wird, aber bisher noch nicht. Man muss schon sagen, es hat sich schon einiges getan, jetzt seit einigen Jahren oder ja, ich weiß noch nicht, es ist noch nicht lange. Ist auf jeden Fall in dem Neugeborenen-Screening, was gemacht wird, wenn ein Kind auf die Welt kommt, auf der Neugeborenen-Station, wird man gefragt, wenn ihr schon mal ein Kind bekommen habt, wisst ihr es vielleicht, ob man einen Stoffwechseltest machen lassen möchte, um dann verschiedene Stoffwechselerkrankungen feststellen zu können halt. Oder früh feststellen zu können, obwohl es vielleicht noch gar keine Symptomatik gibt halt. Und in diesem Neugeborenen-Screening ist jetzt seit noch nicht langer Zeit auch Mukoviszidose mit drin. Ne? Und wie gesagt, das ist nur so ein kleiner Bluttest. Das wird so gemacht, indem ja, in den Fuß bei den Neugeborenen sozusagen einmal kurz ein kleiner Pieks reinkommt, so wie beim beim Blutzucker messen. Wie zum Beispiel Diabetiker werden das kennen von euch. Das ist halt nur ein kleiner Pieks, das ist keine Kanüle, die da reinkommt und nichts. Also kein richtiges Blutentnehmen.
Weil halt keine Vene punktiert wird in dem Fall, sondern einfach nur Blut aus dem Gewebe halt entnommen wird. Das wird dann auf so eine kleine Karte getropft und das wird weggeschickt. Das wird also getrocknet und weggeschickt. Und da können die dann halt verschiedene Stoffwechselerkrankungen, frag mich nicht, was da noch alles mit drin ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, seit noch nicht so langer Zeit ist jetzt auch Mukoviszidose mit dabei, was sehr, sehr gut ist, denn so kann man natürlich diese Erkrankung frühzeitig erkennen und frühzeitig therapieren, denn das ist dort auf jeden Fall wichtig, um eine gute Lebenserwartung zu haben. Ich meine natürlich mittlerweile, die Medizin wird immer besser, natürlich haben Mukoviszidose-Patienten mittlerweile eine höhere Lebenserwartung als vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Und man kann damit auch recht alt werden, wenn man das Glück hat halt. Wenn man es früh erkennt, früh therapiert und so weiter und so fort. Natürlich gibt es, wie gesagt, auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel eine Lungentransplantation, die man machen kann. Dafür müssen aber, wie ihr wahrscheinlich auch wisst, verschiedenste Sachen oder Punkte gegeben sein, um das zu machen. Und bei manchen kommt es halt nicht dazu, dass sie überhaupt die Chance haben, überhaupt auf die Liste zu kommen oder überhaupt eine Lunge zu bekommen. Genau, weil, wisst ja, Organmangel und so weiter und so fort ist ja kein aktuelles Thema. Genau. Ich klammer jetzt hier meinen ganzen medizinischen Krams hier raus oder meinen pflegerischen Krams, was auch immer. Auf jeden Fall finde ich es ziemlich wichtig, weil ich erkenne dort viel wieder aus meinem Alltag während der Arbeit. Wie gesagt, wir haben auch öfters Mukoviszidose-Patienten bei uns oder oft. Aber genau deswegen finde ich, ist dieses Buch so wichtig, weil es genau auch die Gefühle von solchen Menschen zeigt. Und man für Leute, die das gar nicht kennen, vielleicht auch gar nicht wissen, was das alles mit sich bringt und was das für eine Belastung eigentlich ist. Und ich finde, das wird sehr gut dargestellt in diesem Buch. Und deswegen finde ich, sollte wirklich jeder es lesen, einfach um auch ein bisschen die Erkrankung kennenzulernen, aber auch um zu wissen, was ist das eigentlich für eine Belastung für solche Menschen, die so eine Erkrankung haben. Und deswegen, wie gesagt, ich finde, es ist ein Must-Read auf jeden Fall für jeden und auch der nicht aus dem medizinischen Bereich kommt. Wie gesagt, hier wird nicht groß mit irgendwelchen Fachwörtern, Floskeln, keine Ahnung was rumgehantiert. Es wird alles sehr, sehr deutlich und sehr verständnisvoll auf jeden Fall auch wiedergegeben und halt auch ein bisschen natürlich darüber erzählt, was ist das überhaupt und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ich kann es auch sehr ans Herz legen. Wie gesagt, ihr müsst dafür keine medizinische Vorerfahrung haben, um dieses Buch lesen zu müssen oder eine pflegerische. Gar nicht, das würde jeder verstehen, weil es ist ziemlich einfach geschrieben auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es auch wirklich wichtig, das Buch zu lesen. Genau, deswegen, das Buch hat von mir 5 Sterne bekommen. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde es wirklich toll. Ich fand die Emotionen super an diesem Buch. Es hat mich zum Lachen und auch zum Weinen wiedergebracht, weil es, wie gesagt, es ist ein Thema, mit dem ich auch fast jeden Tag konfrontiert bin auf der Arbeit. Und genau, ich halt auch selber weiß, wie schlecht es manchmal solchen Patienten gehen kann. Halt, ne? Es geht halt. Den meisten Menschen davon geht es halt nicht gut, vor allem wenn sie bei uns sind, geht es denen nicht gut. Und wenn sie im Krankenhaushalt sind, wieder zu ihrer, keine Ahnung wie viel, in 10.000. Antibiotikagabe und so weiter und so fort halt, ne? Und deswegen kann ich euch auf jeden Fall das Buch sehr empfehlen. Genau, das dazu. Mir hat es super gut gefallen und ja, wie gesagt, wenn ihr es noch nicht kennt, kauft euch dieses Buch und lest dieses Buch. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn ihr es schon gelesen habt, würde mich auf jeden Fall ziemlich interessieren und genau, das war es jetzt zu meinem Lesemord. Obwohl es nur 3 Bücher waren, war es ziemlich viel Gelaber hier, glaube ich. Also, es tut mir leid, wenn das zu lang wird. Aber es war mir wichtig, auf dieses Buch hier gut drauf einzugehen. Genau. Ja, das war jetzt mein Lesemord für den August. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid weiterhin bei meinen nächsten Büchervideos mit dabei. Es wird auf jeden Fall auch demnächst ein Rebuy Unpacking kommen, also seid auf jeden Fall gespannt, das werde ich jetzt gerne für euch abdrehen und dann wird es auf jeden Fall auch demnächst kommen. Genau, dann wünsche ich euch hoffentlich noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!